Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte Info Thüringen 2. Wir starten mal gleich. Wie gesagt, ich habe einiges nachgeholt an Mods. Zum Beispiel hier der Anzeige mit der Reparatur. Die Felder 41 und 42 sind fertig gedüngt, also was wir machen konnten. Jetzt fahren wir die Fahrzeuge zurück. Ja, das kann man ja sehen, die Schadenswellung, ja, das ist wichtig. Fahren wir die Fahrzeuge zurück. Und dann sehen wir weiter, was wir machen können. Die Nacht über die Runden kriegen irgendwie. Den Drescher könnten wir schon mal rausfahren für einzelne Felder. Und diese Dinger mag ich überhaupt nicht rangieren, die sind irgendwie extrem wackelig, da wollen wir in die Halle fahren. Entschuldigung, der muss man nicht spielen. Wir fahren die Drescher Richtung Entschuldigung. Ja. Zu den Feldern und den Anfang können wir der Ernte. So. So, da ist, jetzt werden wir das erste Mal den Drescher fahren, ne? Ob wir es geschafft haben. Noch alles heile. Man weiß ja eigentlich immer nicht genau, ob das alles immer so ist, ne? Wenn es durchsteht, könnte es auch kaputt gehen, ne? So, jetzt fahren wir das erste Mal auf der Karte mal einen Drescher und dann vier Stück haben wir ja mitgenommen. Das Stroh wenn wir in ein Lager fahren soll, wie es geht. Entweder wenn wir große Ballen pressen oder losen Lager, mal sehen. Zum Verkaufen sind die Ballen ein bisschen besser, da kann man die großen Ballen machen, also mit schweren. Den Mod für schwere Geräte. 20.000, brauchen wir nicht so oft fahren. Weil hier der Preis für Stroh etwas im Keller ist. Oder sie ist aktuell ein bisschen höher. Mal gucken, Stroh. Ach, das geht auch nur in Ballen zu verkaufen. Ach so, okay. Da müssen wir Probe machen, ob wir für was so einen Ballen so einbringt. Für Teasen kann man nur per Ballen verkaufen. Gut oder nicht gut, ne? Ist halt so. Das Lose kauft sich auch so schlecht. Wenn man Händler Lose kaufen müsste, das wäre ja richtig kompliziert. Aber für uns können wir mal Lose einlagern, das steht immer fest. Dafür haben wir das Lager da. Ob das. Oh, müsste aber eigentlich gehen normalerweise. Müsste ich Probe machen zuerst. Ja. Jetzt kriegen wir den Nebel. Was ist denn da der Rolle? Schlechte Sicht in Thüringen. Nebel. Wir haben Sommer und keinen Herbst. Das zur besten Zeit, 8:45. So, den fahren wir zu 460, denke ich mal, da am Anfang. Ob ich da mit einem Fahrzeug fahre oder mit zwei, mal sehen. Mit einem wäre ein Versuch wert wegen Autodrive, damit wir so einen hinkriegen. Und zwei Abfahrer, weil die ein bisschen weit fahren müssen. Oder wir werden das zu zweit fahren und dann selber abfahren.
Mit Überladefahrzeug. Ja, da müssten wir erst noch Geld haben für das Lido. Schlecht. Wie viel brauchen? 350.000. Schau mal. Holz ist schon fertig. Wollen wir noch verkaufen? Sollte eigentlich funktionieren. Wenn wir später Silage haben, können wir noch schön Silage verkaufen. Straßenlicht an. Wir sind früh, ne? So, parken wir links, rechts ein hier, an rechts, ne? Ja, knappe 17 Hektar. Schau mal. Also Nachgetreide müssen anders sein, also Raps zum Beispiel oder Soja. Ja, da will ich mich nicht. Ballen pressen, bist du verrückt? Ah, das ist ein anderes Fahrzeug. Also wir müssen ein bisschen Geld haben fürs für unser Lager. Das heißt, wir müssen noch was verkaufen. Das heißt, Holz aufladen, Holz verkaufen. Wir brauchen mindestens 350.000. Also Schnitt, zwei Fahrzeuge, zwei Lieferungen, zwei Anhänger voll. Wenn wir 50.000 verdienen pro Fuhre. Müssten wir eigentlich jetzt leider bauen können bald. Müssen wir leider Kauf nehmen. Ist ja so, ne? Wird hier auf Holz machen verzichten. Bisschen mehr gemischt. Aber näher kommt die Ernte, das ist auch wieder eintönig. Aber das ist ja manchmal so, ne? Kleiner will auch noch, okay. So, mal gucken mal ganz kurz. Ein bisschen kann noch rauf. Ja, eine Fuhre müsste zusammenkommen. Ups. Und das reicht. So, mal Licht anmachen. Ich glaube, das Mauer nicht reif ist. Ich glaube, nicht ganz dran. Müssen wir eigentlich mal die Zeiten aufschreiben, wann es reif wird. Um zu sagen, hinterher, oh, man kann kalkulieren und dann.
Obwohl das in 9 Jahren nachher anders läuft, aber wir dann im Herbst schon aussehen werden teilweise. Zumindest die Früchte Raps, Weizen, Gerste, ich denke mal Hafer auch. Bei Hafer bin ich nicht ganz sicher, ob das auch funktioniert. Aber Weizen und Gerste auf jeden Fall. Und dann können wir sagen, dass wir im Frühjahr, Anfang Sommer ernten können. Bisschen gestaffelt. Dann haben wir weniger Stress. Und einen langen Zeitraum mit Einnahmen. Ne? Müssten wir noch im Prinzip einen anderen Anhänger kaufen für Holz, damit wir 2 Fuhren fahren können. Aber gut, das ist mal nicht so wichtig. So. Ja, das reicht noch nicht ganz. Stimmt, ne. Ich brauche noch eine Fuhre. Fast 2, naja, 0 Uhr kommen Abzüge. Muss man dazu sagen, ne? Also nichts wird jetzt Geld bringen. Ne? Also haben wir noch eine Ladung Holz. Und vielleicht kommt noch die Feldmission 11. Ich glaube, da war persönlich da nicht mehr dran. Ne? Also ich lasse das mal so laufen. Garantiert nicht vorgesehen, dass man seine Mission nicht schafft und 2 Wachstumsstufen reinkommen. Das ist dann garantiert nicht vorgesehen. Weil Standardkarten sind die Felder alle kleiner. Und da ist es nicht so eng, dass es man nicht schaffen könnte. Aber Standardkarten sind für mich irgendwie, weiß nicht, ja, nicht geeignet zum Spielen. Für mich machen es im Prinzip die Mods hier aus, dass es Spielwert macht. Man kann zwar ohne Mod spielen, aber wie gesagt, das ist nicht vollkommen, ne? Dann sei mal realistisch, wenn wir komplett alleine in Betrieb führen wie hier. Das ist ja allein gar nicht machbar. Da brauchen wir schon Angestellte. Das wäre auch nicht schlecht, ne, wenn man sagen könnte, du und du machst jetzt das und das. Weiß ich, fällt 50 Flügen und dann fällt er mit dem Traktor alleine hin. Ne? Das wäre so, für mich wäre das persönlich das Optimale. Oder intelligente Helfer, die ja entsprechend auch zum Lager fahren können. Oh, das ist der Mond und Sonne. Sonne, ne? Untergang. Dämmerung ist da. So. Dunkel ist gut munkeln. Hier müssen wir aufpassen. Hier kommen wir gar nicht in guten rum. Das ist nichts für Auto 3-4. Sei denn, man hat einen Traktor und kleine Hänger, ne? Dann geht's.
Ups. Ich sehe nix. So. Halle bauen. Dunkel ist auch blöd. Dann machen wir lieber einen hellen. Dunkel ist halt nicht so gut. Jetzt kommen zwar jetzt die Gebühren und Zinsen weg und anderweitigen Kosten, aber verkaufen noch einen Hänger Holz, wenn der Rest noch da ist, dann haben wir das Geld auch drin. Kommt ja sowieso. Wir müssen ja spätestens, naja gut, die Aussage erfolgt jetzt noch nicht. Es ist dunkel in Thüringen. Wie viel Zeit überhaupt? 16. Oh. Ist ja schon fast wieder um die Folge. Oh. Fahren wir noch hin zum. Schön beleuchtet. Da fahren wir noch hin zu unserem Holzplatz hier. Ups, vorbeigefahren fast. Da liegt ein Baum, ne? Hab ich hier nicht entästet? Oh. Entastet, Mensch. Muss ja. Hm. Ja, habe ich gefällt, aber nicht. Ja, das geht nicht. Ja, gut. Wenn wir nehmen eine Motorsäge machen und helles. Jetzt geht's nicht. Also jetzt sehen wir nichts. Beziehungsweise machen wir mit dem und am Fahrzeug und da haben wir es dann nicht. Dann geht's. Schön grün, ne? Wisse. Geht doch. So, die Jahre drin war? Kann sein. Hat ich noch möglich. Das Team ist ein Geld drin. Mitte Sommer haben wir jetzt. Kreditzinsen, Tischkosten. Das Lager heißt doch gerade so. Ja, ich bin die Schulden erzeugt haben, das ist alles. Zum nächsten Winter. Wird keine Gebühren mehr haben und keine Kreditzinsen.
Aber das werden wir sehen, hinkriegen, ne? Ob die Felder so einbringen. Die Ernte. Ja, im Wald ist die FPS-Zahl wirklich in Kalle. Oder es kann auch sein, dass es gerade Wachstum durchgeht. Das ist auch möglich. Das macht ja meistens dann auch Sinn. Alle Zuschauer, die Folge ist überzogen. Ich sag mal Tschüss und die Gelinke, ciao, ciao. Dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschauen. Tschüss.